Super. Herzlich willkommen zu unserer Session mit dem Titel Wissen nachhaltig für die Autobahn bewahren. Test. Ja, alle aus. Alles gut. Wir sind ja flexibel. Genau, also schön, dass ihr online dabei seid. Ich sitze hier, damit ihr mich auch einmal gesehen habt. Ich habe kein extra Device noch dabei. Schön, dass ihr hier vor Ort da seid. Bevor wir richtig auch in den Expert Briefing live haben, beziehungsweise in das Thema einsteigen, würde ich mal ein paar Sätze zur Autobahn nochmal sagen. Also wir vier hier und aus der Abteilung Business Management in der Zentrale hinter uns sitzen noch Janina aus der Niederlassung Südwest in Stuttgart. Die Autobahn GmbH ist jetzt seit knapp drei Jahren zentralisiert über den Bund. Vorher war tatsächlich das Bewirtschaften, also das Planen, Bauen, Betreiben, Erhalten der Autobahnen, der Rastanlagen in den Länderverwaltungen. Und da hat man sich gedacht, super, das wollen wir zentralisieren und machen da quasi eine Bundesanstalt draus, als GmbH firmiert und hat in Berlin eine Zentrale gegründet. Das heißt, dass einige Kolleginnen und Kollegen aus den Länderverwaltungen in die Autobahn GmbH mit rübergegangen sind, beziehungsweise in der Zentrale dieser Standort und mit den entsprechenden Funktionen komplett neu aufgebaut wurde. Wir haben da aus unterschiedlichsten Ministerien, von unterschiedlichsten Arbeitgebern, auch der freien Wirtschaft, ganz neue Strukturen quasi aufgebaut. Es gibt 10 Niederlassungen in Gesamtdeutschland mit insgesamt roundabout, Stefan hat es gestern bei der Vorstellungsrunde schon gesagt, 13.000 Autobahnkilometer, ungefähr 13.000 Mitarbeitende. Also wir können jedem Mitarbeitenden einen Autobahnkilometer zuweisen und die Autobahn wird super bewirtschaftet. Funktioniert im Winterdienst vielleicht nicht ganz, wenn jeder sich so ein entsprechendes Fahrzeug hinstellen muss. Und wie ihr wahrscheinlich auch schon immer mal wieder hört oder selber vor den Herausforderungen steht, sind wir auch hinsichtlich der Altersstrukturanalyse aufgrund von spezifischen Berufsfeldern wie unser beliebtes Beispiel Brückenbauingenieure beispielsweise, aber auch Straßenwärter, Techniker, Bauzeichner, Bauplaner, Projektmanager vor der Herausforderung, dass die uns über kurz oder lang verlassen werden, ganz, ganz viel Wissen mitnehmen, was sie auch schon in den Länderverwaltungen angesammelt haben. Auch ganz schönes Beispiel immer, dass das wirklich auch so in Ordnern steht. Also wir haben die Möglichkeit, bei uns auch mal auf so einer Autobahnmeisterei zu hospitieren und wirklich im Straßenbetriebsdienst auf der Straße mitzuarbeiten, auch zu gucken, wie werden Unfallschäden bearbeitet, wie funktioniert die ganze Sachbearbeitung. Und das ist teilweise digital, teilweise wirklich in der Ordnerstruktur im Regal dahinter und stehen halt vor der großen Herausforderung, was weiß die Autobahn, was kann die Autobahn, welches Wissen muss nachhaltig bewahrt werden, was brauchen wir perspektivisch auch an Kompetenzen. Und da hat man sich gedacht, als die Zentrale aufgebaut wurde, also Abteilung Wissensmanagement wäre gar nicht schlecht, so wie ein Thema, was so in aller Munde ist, deswegen gründen wir das. Stefan hat dann gestartet im Februar letztes Jahr. Ich kam im Juni dazu, Ivo im Oktober, Fabiola jetzt diesen Monat. Also so nach und nach haben wir uns so ein bisschen vergrößert und sind erstmal gestartet mit so einer Analyse, was gibt es denn schon? Was ist denn schon passiert hinsichtlich Wissensmanagement in der Autobahn, in den Länderverwaltungen? Und wenn du mal auf die zweite Folie gehst, das seht ihr jetzt wahrscheinlich da vorne nicht so ganz online teilnehmen. Ihr seht das wahrscheinlich ein bisschen besser, ansonsten vielleicht auf eurem Device. Da ist es. Haben wir im Ende des letzten Jahres eine Befragung unter den Führungskräften in der Autobahn durchgeführt, um zu schauen, um daraus abzuleiten, was könnten denn unsere Handlungsfelder sein und unsere konkreten Maßnahmen in Bezug zum Wissensmanagement, auch natürlich in Bezug zu den Partnerdisziplinen, also zur IT, zur Abteilung Organisation, zum Prozessmanagement, aber auch gerade, weil wir im Personalbereich angesiedelt sind, als Schnittstelle zur Personalentwicklung, zum Schulungsmanagement, auch zur Abteilung Ausbildung. Und das ist quasi jetzt unsere Grafik, die daraus entstanden ist, mit unseren Handlungsfeldern eingeordnet in die Handlungsfelder Organisation Mensch und Technik, aber auch in die strategische Dimension. Das heißt, was wir uns als Abteilung Wissensmanagement auf die Fahne geschrieben haben, wir haben ein Rahmenkonzept geschrieben, wo das alles nochmal konkret beschrieben ist, was wir vorhaben, was wir planen, mit wem wir da sprechen wollen, was für verschiedene Rollen wir auch im Wissensmanagement für die Autobahn vorsehen würden. Sehen uns auch als großer Vernetzer zwischen den ganzen Unternehmensdisziplinen und sind laufend auch am Kommunizieren, also uns quasi erstmal zu bewerben, zu gucken, also dass man weiß, dass es uns gibt, dass das Thema Wissensmanagement wichtig ist und dass auch bestimmte Maßnahmen, die in der Autobahn schon passieren, einfach auch unter Wissensmanagement zu subsumieren sind.
Wir haben festgestellt über die Befragung, dass das Thema Wissensmanagement war so, ah ja, Wissensmanagement heißt Schulung. Super, dann sind wir fein damit, wenn ich in eine Schulung gehe, ich mein Wissen geteilt und gemehrt und vielleicht auch ein bisschen dokumentiert, aber das war es dann auch schon und so ist es auch in den Länderverwaltungen passiert. Von daher werden wir jetzt, so das seht ihr dann in den blauen Feldern, über unsere operativen Maßnahmen, über unsere Einführungsprojekte so nach und nach Fuß fassen, was Wissensmanagement anbelangt und wie gerade schon angesprochen, werden aus dem Handlungsfeld Mensch die Themen individuelle Wissenssicherung als Notlösung, als kleine Lösung. Wir müssen irgendwie schnell mal was ausrollen, weil die Mitarbeitenden uns einfach verlassen, weil sie aufgrund auch von organisatorischen Maßnahmen Teilungen wechseln, Niederlassungen wechseln, dass wir da ein Handwerkszeug mit an die Hand geben können und als zweiter Baustein dann individueller Wissenstransfer, so haben wir es genannt, so mit englischen Begrifflichkeiten auch ein bisschen schwierig in der Autobahn, also angelehnt an den Expertise-Briefing-Leitfaden. Ansonsten sind wir noch im Handlungsfeld Organisation und Technik unterwegs. Da geht es dann eher so um technische Anwendungen. Also Ivo, möchtest du kurz was zu Mindmapping, Terminologie-Management sagen? Ja. Ja, ganz kurz. Also das sind so Anwendungen, die wir in der Pipeline haben, wo wir eben auch unterstützen für den Wissenstransfer, Wissenssicherung, dieses Tooling unterstützen, die Autobahn einbringen wollen, also Mindmapping als Software, als Anwendung. Und Terminologie-Management ist dann eben der Versuch, die ganzen Abkürzungen, Fachbegriffe auch zusammenzuführen und wieder in einer Lösung aufzusetzen und Qualität zu sichern. Ein schönes Beispiel dafür, was du auch immer bringst, so ADB, Autobahn des Bundes, ist eine Abkürzung, die wir nicht nutzen sollen und das muss zum Beispiel auch jeder wissen, dass wir das nicht in Dokumente reinschreiben sollen oder in Ausschreibungsunterlagen, also da wirklich auf die Sprache zu achten. Genau, darüber hinaus, wir sind jetzt natürlich auf der individuellen Ebene, wenn es um die Wissenssicherung, den Wissenstransfer geht und das dann aber auch, das haben wir jetzt zum Glück, Fabiola, auszuweiten, auf Projekte, so Stichwort After Action Review, Lessons Learned, Dokumentation, aber auch Zusammenarbeitslösung. Wir haben natürlich die Herausforderung, dass wir eine zentrale, ich mache es mal in unserem Beispiel, eine zentrale Abteilung haben, Wissensmanagement. Und wir werden ja aber nicht alle Wissenstransferprozesse, alle Projekte, die Wissensmanagement Bezug haben, in den Niederlassungen betreuen, sondern brauchen natürlich Ansprechpersonen in den Niederlassungen, die da unterwegs sind, die auch zu qualifizieren und da zu gucken, wie kann man sich untereinander vernetzen, dass das Rad nicht immer wieder neu erfunden wird, dass die Projekte mitbearbeitet werden etc. Und das gilt natürlich für alle anderen Abteilungen. Das heißt, wie arbeiten die zusammen, wie dokumentieren die, wie wissen sie überhaupt, was macht der eine, was macht der andere, welche Kompetenzen haben wir in der Autobahn insgesamt. Gut. Dann konkret zu unseren zwei Definitionen, individuelle Wissenssicherung und individueller Wissenstransfer. Wir haben das generell subsumiert unter dem Begriff Wissensbewahrung. Die individuelle Wissenssicherung ist in unserem Verständnis eine Lösung zur Bewahrung des Wissens der Mitarbeitenden über eine Art Dokumentation in stichpunktartiger Form in Eigenanwendung. Das heißt, ich als Mitarbeiterin verschriftliche mein implizites Wissen im besten Fall, also nicht das, was schon dokumentiert ist und in ganz viel Projektdokumentation steht, über eine Autobahnvorlage in OneNote. Da haben wir auch spezifische Wissensgebiete erfasst, auch über die Befragung als Rückspiegelung bekommen, was ist denn relevant für die Arbeit in der Autobahn. Wir werden für spezifische Berufsgruppen unterschiedliche Wissensgebiete und unterschiedliche Stichworte nochmal mit in diese Vorlage geben, dass man so eine Idee davon hat, okay, was muss ich denn dokumentieren? Muss ich nur meine Regeltermine irgendwie dokumentieren? Muss ich dokumentieren, was sind meine internen, externen Kontakte? Muss ich dokumentieren, welche Lessons learned hatte ich denn in bestimmten Projekten etc.? Einfach als schnelle Lösung, die wir ausrollen können, die wir an die Seite der Mitarbeitenden stellen können, damit die einfach mal starten, so als erster Aufpunkt für das persönliche Wissensmanagement und im besten Fall dann auch noch das Wissen, was sie aufgeschrieben haben, zu teilen mit der Führungskraft. So, wie kann ich meine Projekte planen, wie kann ich meine Themen aufstellen, wie verbreitere ich quasi die Kompetenz oder wie teile ich das Wissen auf mehrere Köpfe auf, so das Thema Kopfmonopole spielt auch immer wieder ein Fall, das heißt, wenn der Mitarbeiter wegbricht, wissen wir morgen nicht mehr, wie die Brücke gebaut wurde, so ganz hart gesagt, oder auch im Team zu schauen, wer kann dann da irgendwie individuell zusammenarbeiten oder auch gemeinsam an so einem OneNote schreiben. Das ist so, wir nennen es immer die kleine Lösung.
Und dann gibt es noch so die größere Lösung, Stefan, du sagst immer Goldrandlösung dazu, den individuellen Wissenstransfer, also wo es dann wirklich, und das angelehnt eben an den Expert Debriefing Leitfaden, um den Transfer geht, also implizites, explizites Wissen nicht nur zu dokumentieren, sondern auch von einer wissensgebenden Partei an eine wissensnehmende Partei zu übertragen. Das begleitet über eine Moderation, wo wir momentan einfach noch vor der Herausforderung stehen, dass wir keine intern ausgebildeten ModeratorInnen haben und deswegen das jetzt erstmal über externe Begleitung pilotieren, weil wir schon Fälle haben, wo sich gemeldet wurde, so, oh Gott, wir brauchen da jemand, da geht jemand und das ist ein Leiter einer Autobahnmeisterei und der hat hier schon 30 Jahre Erfahrung und wenn der weg ist, so, dann wissen die morgen nicht mehr, wo die Maschinen stehen, so übertrieben gesagt. Und dafür brauchen wir natürlich aber auch eine Überschneidung zwischen Wissensnehmer, Wissensgeber an der Stelle. Haben da die Prozessschritte auch ausgewählt, das heißt wirklich von Vorgespräch mit der Führungskraft über Aufnahme einer Wissenslandkarte, Ableitung von Maßnahmen, Rücksprache auch, welche Wissensgebiete sind irgendwie prioritär zu bearbeiten, was ist wichtiger als andere Gebiete und auch zu gucken, muss ich noch andere Parteien mit in meinen Prozess mit einbeziehen. Natürlich. Entschuldigung, aber ich hatte eine Nachfrage zu 10 Sätzen bevor und zwar zu der Dokumentation, die die Mitarbeiter in eigenständig durchführen sollen und ich hätte gerne gewusst, wie das ankommt. Also habt ihr da schon eine Rückmeldung, wie hoch der Prozentsatz ist und wie gut das funktioniert? Ich kann ja mal so ein bisschen öffentlicher Dienst Leidensweg erzählen. Ja. also vielleicht als erste Basis, wir haben das noch nicht autobahnweit ausgerollt. Bei uns gab es natürlich Abstimmungen mit dem Datenschutz, das heißt, was darf da reingeschrieben werden, was darf da aber auch gerade nicht reingeschrieben werden. Abstimmung mit der Abteilung Arbeitsrecht, das heißt, darf der Mitarbeiter dokumentieren, was er bei seinen 10 vorherigen Arbeitgebern schon gelernt hat, was dazu geführt hat, dass er jetzt auf der Stelle sitzt? Nein, natürlich nicht, sondern nur wirklich gekoppelt an die derzeitige Tätigkeit. Also das war ein ganz, ganz großes Thema, wo wir ein bisschen gebraucht haben, das auch fein zu formulieren. Wir haben das über einzelne Mitarbeiter schon pilotieren lassen. Ich weiß, Janina hatte Mitarbeiter, die das aktiv nachgefragt haben. Also wir leben momentan eher davon, dass die Mitarbeiter nachfragen und sagen, wir haben gehört, es gibt eine Abteilung Business Management, die erarbeiten da was, gibt uns das doch mal, wir pilotieren das schon mal für euch. Wir gucken mal, passt das von den Businessgebieten her, ist das was handhabbar ist. Wir haben das über OneNote gemacht, weil wir erstens momentan nicht so schnell sind, was IT-Einführungen generell anbelangt, beziehungsweise weil das wirklich jeder Mitarbeitende auf seinem Rechner drauf hat und da die Hemmschwelle nicht so groß ist, sich überhaupt daran zu trauen. Von daher kann ich dir gar nicht sagen, ob das jetzt ein hoher Prozentsatz ist, der es nutzen wird. Wir sind momentan eigentlich noch ein bisschen froh, dass das gar nicht so groß die Nachfrage ist, weil wir noch nicht so viel Mann-Frau-Stärke haben, das bedienen zu können, beraten zu können, ausrollen zu können. Wir gucken mal, wie es dann ist, wie es ankommt, wie viele Führungskräfte auch sagen. Das war jetzt eher die Erläuterung der Vision sozusagen. Okay, weil meine Erfahrung ist, dass es nämlich nicht so einfach funktioniert und dass die Rückmeldungen. Also ich arbeite auch in einer Institution, die nahe dem öffentlichen Dienst ist. Und meine Kolleginnen und Kollegen sagen, ich habe keine Zeit dafür. Und das ist war jetzt die Motivation für mich, hierher zu kommen, um das mal zu diskutieren oder herauszufinden, welche Erfahrungen habt ihr jetzt gemacht? Ihr seid zwar relativ neu, aber... Das würde mich. Ja, macht er erstmal. Genau, ich hatte auch 2 Fragen dazu. Die eine hast du gerade schon beantwortet, warum ihr euch für OneNote entschieden habt. Die zweite ist, was passiert dann damit? Also bleiben die bei den Personen isoliert? Vernetzt ihr die irgendwo? Wo liegen die? Wer kann darauf zugreifen? Wie sind die auffindbar? Und eben, wie ist das mit dem Zeitinvest? Ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, neben der Verschriftlichung auch mit Videos zu arbeiten. Also jetzt über Teams oder eben über Zoom auch Interviews zu machen mit Leuten, die jetzt rausgehen, vielleicht ein paar Bilder noch dazu hochzuladen und dann eben zu versuchen, es also wirklich auf 15 Minuten immer zu begrenzen zu einem Thema, sodass man die besser suchen kann, wenn man mal irgendwie was wieder braucht.
muss jetzt erst auf die Fragen eingehen, sonst habe ich die wieder vergessen. Also einmal kurz nochmal zu dem Thema Zeitfaktor. Ja, riesengroßes Thema. Haben wir auch ganz viel über die Befragung der Führungskräfte wieder gespiegelt bekommen. Habe ich keine Zeit, wir weiß gar nicht, wann ich das integrieren soll. Deswegen lebt das gerade so ein bisschen von der Eigenmotivation, dass das gestartet wird. Wir haben auch oft die Frage, ja, welchen Nutzen habe ich denn überhaupt davon? Ja. Ich weiß doch, was ich weiß. Dann auch diesen Mehrwert nochmal zu transportieren. Also ja, man kann auch Entwicklungsperspektiven da identifizieren. Oder es kann auch sein, dass deine Führungskraft dann feststellt, oh, das ist ja ganz schön viel. Gucken wir mal, wie wir die Aufgaben nochmal anders strukturieren oder verteilen. Das dient natürlich der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Wir haben wirklich viele Stellen, die wir jetzt auch noch perspektivisch in die Autobahn genehmigt bekommen, dass da auch viele neue Leute, wenn wir sie dann finden, aufgrund des Fachkräftemangels, nachrücken. Das heißt, auch die Einarbeitung geht schneller. Also das sind ein paar Punkte. Das muss aber erstmal gelernt werden, dass es einen Mehrwert hat. Und das merken manche schon und erleben wir dann wahrscheinlich so ein bisschen von so Best-Practice-Fällen, die dann auch gerne darüber berichten dürfen. Musst du mir noch mal kurz deine Frage sagen? Was damit passiert? Ach, mit der Dokumentation, ja genau. Wir haben in den Prozess aufgenommen, dass es die Möglichkeit gibt, sich über Anschlussmaßnahmen zu vereinbaren oder selber darüber nachzudenken. Das heißt, einmal, wenn ich das für mich eigenverantwortlich gestartet habe und meine Führungskraft das auch eigentlich gar nicht so weiß und ich dokumentiere einfach, dass ich natürlich mir überlegen kann, was ist Wissen, was für die gesamte Organisation relevant ist. Das heißt, wir haben ein großes Intranet, wo ich vielleicht entweder eine Community aufmache und darüber berichte, wo ich FAQs auf meine individuellen Abteilungsseiten mit aufnehme, um mir auch wieder so ein bisschen die Arbeit zu erleichtern, damit ich nicht vielleicht 50 Anrufe zur selben Frage am Tag habe. Oder ich sage, da habe ich doch mit dem Kollegen zusammen, dann teile ich mal das OneNote und wir arbeiten gemeinsam nur dran. Oder ich stelle irgendwann fest, ich habe hier protokolliert, was im letzten Team-Meeting passiert ist, super, das wäre doch auch relevant für alle. Und dass daraus so ein Prozess entsteht, der dann wieder in die großen Themen führen, die Frau Böhler betreuen wird, also so Wissensmanagement eher für Abteilungen, also dass das eben der erste Punkt ist, wo man sich Gedanken machen kann. Und was wir auch noch rein definiert haben in diese Dokumentationslösung, würde ich sie jetzt mal nennen, was die Führungskraft das beauftragen kann. Also insbesondere, wenn Mitarbeiter aufgrund von organisatorischen Veränderungen oder auch einer anstehenden Elternzeit, Kündigung ist ein bisschen schwierig, je nachdem, wie das Verhältnis auch gerade ist, dann wirklich sagen kann, ich möchte jetzt, dass du mal dokumentierst, wo bist du unterwegs, in welchen Projekten, was sind die jeweiligen Stände und das dann auch durch die Führungskraft oder mit der Führungskraft besprochen werden kann. Wir haben entsprechend FAQs erstellt, dass man auch sagt, wie gehe ich überhaupt mit OneNote um, wie kann ich das teilen, wie kann ich das exportieren, wie kann ich da Leserechte zur Verfügung stellen, etc. Um so ein bisschen die Hemmschwelle zu nehmen, mein Wissen ist mein Wissen und das geht irgendwie niemandem was an, weil auch diese Rückmeldung haben wir über unsere Befragung bekommen, eigentlich alle, das waren glaube ich 85%, bereit sind, ihr Wissen auch zu teilen. Das erlebt man in der Praxis dann ab und zu auch mal anders. Vielleicht ganz kurz eine Frage, was passiert, wenn ihr keinen Nachfolger habt? Was ja da wahrscheinlich heute aufgrund des momentan der Situation bezüglich Fachkräfte wahrscheinlich permanent passiert. Wie stellt ihr sicher, dass das eine Wissen, was jetzt momentan einer Person, an einer Position, einer Aufgabe doch gebunden ist, so zur Verfügung gestellt ist, dass es nicht nur vielleicht genau an einen Nachfolger zu geben ist, sondern vielleicht aufgesplittet wird an andere Funktionen, weil sich die Organisation ja weiterentwickeln und weiterleben wird. Du hast doch das Stichwort schon bei dir. Wäre auch meine Antwort. Ja, okay. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht an deiner Stelle antworten, aber ich weiß, dass Jean-Claude eine Ausbildung zum Expert-Debriefing gemacht hat. Und das ist meines Erachtens also auch die Methoden, in Videos und Podcasts und also mit unterschiedlichen Medien zu arbeiten, um eben auch die Inhalte oder das Erfahrungswissen besser transportieren zu können, als es durch eine Verschriftlichung gemacht werden kann. Also gerade über Interviews, die Erfahrung habt ihr wahrscheinlich auch gemacht, wird mehr transportiert, alleine schon durch Nebensätze und Ähnliches. Wir werfen mal lieber nicht. Gerade auch, weil man natürlich in einer Dokumentation nicht an alle Fälle denkt, die man so vielleicht einmal im Jahr oder einmal total hat. Aber vielleicht könnt ihr so aus eurer Erfahrung nochmal berichten, welche Erfahrung ihr auch mit Führungskräften in dieser Funktion gemacht habt, weil wir eher so noch an diesem Punkt sind, dieses Bewusstsein überhaupt
für Wissensmanagement bei den Führungskräften hervorzurufen, damit sie sich überhaupt mal Gedanken machen, oh, Nachfolgeplanung wäre irgendwie gar nicht schlecht. Oh, okay, wenn ich vielleicht gar keinen habe, wie mache ich das denn dann? Weil sonst ist die Person einfach weg. Ja, Kevin. Erstmal vielen Dank für eure ehrlichen Einblicke. Eine Frage vorweg zu deiner Frage. Wie seid ihr reingekommen? Wie wurde das von oben kommuniziert, was ihr macht? Wie war da der Prozess vorab? An was für einem Punkt seid ihr gestartet? Weil ich denke, da haben wir alle Erfahrungen, dass das unterschiedlichste Punkte sind. Stichwort Stakeholder. Wer hat euch quasi den Rücken frei gemacht? Ja, kann ich gerne was sagen. Also ich habe ja 2022 angefangen als Abteilungsleiter ohne Abteilung, also ganz allein. Und das Gute, was es gibt, der Bundesverkehrsminister hat einen Begriff geformt, der nennt sich Geschäftsbesorgungsvertrag, in dem er der Autobahn auferlegt hat, nicht nur die Autobahn zu betreuen, sondern eben auch sowas wie Tatsache ein Qualitätsmanagement einzuführen, unter anderem auch ein Wissensmanagement einzuführen. Und damit waren sie natürlich gefangen, die Geschäftsführung. Und müssen natürlich seitdem regelmäßig auch Bericht erstatten, wie denn nun das Wissensmanagement eingeführt wird. Das ist mein Generalschlüssel, mit dem ich durch die Organisation laufe. So, und dann haben wir natürlich die Führungskräfte befragt, wo steht ihr, was braucht ihr, was wollt ihr? Und daraufhin ist diese Planetengrafik entstanden, die wir gesehen haben. Und mit der fangen wir jetzt einfach an, uns auf den Weg zu diesem Planeten zu machen. Und dieses Expertenbriefing, Wissenstransfer ist jetzt eine Baustelle. ISO 9001. Die wird zum Glück auch nicht haben. Immer noch nicht. Wir sind ja der Start. Deswegen. Also was meine Erfahrungen sind, was eben auch hilft, ist übers Gesundheitsmanagement. Also das ist enorm entlastet, wenn ich weiß, wenn ich mir den Hals breche, dass dann irgendwie meine Arbeit weitergeht. Oder wenn ich Schnupfen habe, ich zu Hause bleiben kann, ohne dass es irgendwie ein Riesentheater gibt. Also das war eher dann so tatsächlich auch für Führungskräfte ein bisschen eine intrinsische Motivation, eben zu sagen, okay, dann mache ich da mit, dann hat das eine andere Funktion. Also neben dem, was ihr gesagt habt natürlich. Ne? Ja, kann ich auch bestätigen. Also Gesundheitsmanagement ist ein Trigger, auch Arbeitgeberattraktivität, also auch den neuen Mitarbeitern darzustellen, du wirst hier nicht allein gelassen, du versinkst hier nicht in der Aufbauarbeit. Unsere Stellenbesetzungsquote ist so 70-80% im Moment. Das heißt, die Belastung für den Einzelnen ist noch relativ hoch. Und dann muss man natürlich den Leuten auch so ein bisschen Handwerkszeug an die Hand geben, dass sie abends, wenn sie um 6 nach Hause gehen, sich irgendwie mental entlasten können von dem Arbeitsstress. Und da will Wissensmanagement natürlich auch eine Unterstützung geben. Ja, für die online sind, Patrick von der Bundeswehr. Das Thema Führungskräfte, das war die Frage, was macht das mit Führungskräften? Habe ich sehr oft beobachtet, dass die Führungskräfte selbst, weil sie ja eine äußere Maßnahme erlebt haben, dass die Arbeitskraft nicht mehr da ist, die sie vorher hatten, haben sie es auch nicht zu vertreten, dass die Leistung nicht mehr erbracht wird. Das heißt, sie sagen, ich kann das gerade nicht, weil die Person, der Dienstposten nicht besetzt ist. Deswegen ist es auch okay. Oder es ist ein Neuer da, der muss sich erst einarbeiten. Und der Neue oder die Neue macht dann Improvisationstheater, macht dann eine gute Show, eine Handpuppengeschichte, um halt eben zu zeigen, dass sie irgendwie professionell ist. In Wirklichkeit funktioniert es nicht, sondern das ist natürlich dann, wenn man in einer Krise ist, funktioniert es dann natürlich nicht. Und das sieht man natürlich dann, wir sind eine Organisation, die ja für die Krisenbewältigung da ist und wir sollen ja nicht schon im Grundbetrieb selbst eine Krise auslösen. Deswegen ist das natürlich unser Ziel. Und deswegen müssen Führungskräfte von Anfang an gesagt bekommen, dass die Aufgabenwahrnehmung natürlich für ihren Bereich die oberste Prämisse ist und dass sie auch diese Aufgabe weiterhin zu vertreten haben. Deswegen ist diese Vakanz auf den Dienstposten, die ein Riesenthema ist, gerade in öffentlicher Verwaltung vor dem Hintergrund des Besetzungsrechts bei Beamtinnen und Beamten, die dann auch mal vielleicht eine Konkurrentenklage machen und über einen langen Zeitraum die Dienstposten nicht besetzt sind, in der Regel zunächst einmal nicht nur das Wissen gespeichert werden sollte, sondern deren Wissen muss verteilt werden in die Teams. Die Aufgabe muss aufgeteilt werden, und zwar durch die Führungskräfte. Das ist ihre Verantwortung, dass die Aufgabe weiter stattfindet. Und das gibt nämlich auch den Führungskräften ein bisschen mehr den Impuls und Reiz, etwas mehr zu tun, als sie vielleicht tun würden in ihrer jetzigen momentanen Situation, der sie sagen, hey, ihr habt mir die Person weggenommen, das ist jetzt nicht mein Problem. Ja, also jetzt in der Verwaltung. Ich weiß, dass das natürlich in der Wirtschaft anders aussieht. Da ist auch ein bisschen mehr Druck. Okay, Beitrag Ende.
ein kleines Feedback geben. Also klar, Führungskräfte steht bei uns auch, Paragraph 1, Wissensmanagement ist Führungsaufgabe, hat die Geschäftsführung auch nochmal einen Absatz reinformuliert, selber, so stark war ich gar nicht am Anfang, das so reinzuschreiben. Und meine Erfahrung ist natürlich auch, Wissensmanagement, gerade bei Führungskräften, braucht immer eine Schmerzerfahrung. 50%, sage ich immer wieder, da muss mal jemand gegangen sein, da muss mal was schiefgegangen sein, da muss der Kunde mal das Wissen der Unternehmung wieder ins Unternehmen reingebracht haben, so nach dem Motto, ihr habt doch vor 3 Jahren schon mal ein Projekt mit uns gemacht, wo ist denn das? Also so kleine Peinlichkeiten, das hilft ungemein, also kann ich nur empfehlen, sucht sowas raus, alte Projekte, und bindet andere Kräfte von außen so ein bisschen mit ein. Das ist zwar nicht immer so Fair Play der Führungskraft gegenüber, aber Schmerzen dürfen auch von innen kommen. Ich werfe mal, okay? Ja, danke. Ja, es wurde gerade gesagt, die Geschäftsführung hat das mitgemacht, dass der Absatz so formuliert wurde, Wissensmanagement gleich Führungsaufgabe. Wie äußert sich das denn? Hat die Geschäftsführung irgendwas verändert an ihrem Verhalten? Also sieht der Mitarbeiter auch wirklich, dass das ernst genommen wird? Im Sinne von Informationsweitergabe, Transparenz und so. In solchen Fällen verweise ich mal auf den Pressesprecher oder auf die Presse, auf die Hauptstadtpresse insbesondere, die uns natürlich immer sehr gut beobachtet. Ja, natürlich, Papier ist geduldig, also in so einem Rahmenkonzept kann man das natürlich reinschreiben, aber letztendlich geht es auch bei den Führungskräften, sie müssen überzeugt werden, sie müssen eine Nutzenerfahrung haben und müssen, wie man so schön sagt, Best Practices vorgelebt haben. Deswegen pilotieren wir diese Maßnahmen auch mit einzelnen Niederlassungen, also wir haben ja 10 an der Zahl, wir picken uns tatsächlich eine Niederlassung raus und der Rest ist halt jede Menge Kommunikation, um auch erstmal Leute vor Ort zu bekommen, die Wissensmanagement dann tatsächlich tun. Also wir haben jetzt eine Vertreterin hier heute dabei, wir sind 13.000 Leute, kann man sich überlegen, mit einem Wissensmanager in einer Niederlassung wird es nicht laufen. Oder ergänzt noch schnell oder machen? Also wir haben in einem Team gute Erfahrungen damit gemacht, wie heißt das bei VW? Gute Erfahrungen damit gemacht, dass es verpflichtend alle 8 Wochen oder 12 Wochen ein Team-Retro gegeben hat mit den Fragen, was habt ihr in den letzten 3 Monaten gelernt? Also was waren sozusagen schmerzhafte oder wunderbare Erfahrungen? Das war nur so eine Stunde, wurde in dem, also intern, extern moderiert, das heißt aus einer anderen Abteilung zentral moderiert. Und das war eben einmal so ein Durchgang, das war so ein Moderationsleitfaden zu diesem Thema. Letztlich Wissensmanagement war ein bisschen anders verklausuliert, aber das hat ziemlich gut funktioniert, um einfach das in das Team auch gut reinzubringen. Ist das vorbei? War es nur mal... Ich habe das begleitet, ich bin eine Externe, von daher, die machen das immer noch, aber ich bin jetzt nicht mehr dabei. Nur als kleine Ergänzung noch zum Thema Geschäftsführung und wird das dann von oben auch irgendwie publiziert oder kommuniziert? Was wir gerade immer noch merken, dass das so ein Zweierlei ist. Also so ein Stück weit gibt es Führungskräfte, die haben es verstanden, die fragen das auch nach und warten eigentlich schon und rennen uns irgendwie ein und sagen, wann kommt ihr denn mal mit eurem Mindmapping und wie sieht es denn aus, Terminologie und wir brauchen das. Und auf der anderen Seite sind es aber auch viele Mitarbeitende auf der individuellen Ebene, die dann sagen, ich starte das jetzt mal und hoffe, dass ich so mein Team mitnehmen kann und meine Führungskraft dann überzeuge, dass wir da so eine einheitliche Lösung finden. Und die dann natürlich auch so, das ist das große Thema Zusammenarbeitslösungen, sich niederlassungsübergreifend mit der Zentrale darüber Gedanken machen, wie arbeiten wir zusammen, welche digitalen Systeme wollen wir nutzen, ich war gerade nebenan, welche digitale Ökosysteme, so dass auch noch ein riesen Kuppel, die da irgendwie so drüber schwebt, was können wir überhaupt nutzen, was wollen wir nutzen, damit wir unsere Arbeit einfach gut aufstellen, Leute einarbeiten können, nicht das Rad immer wieder neu erfinden, also gerade wenn jemand gegangen ist, da kommt jemand Neues, der muss irgendwie nochmal einen neuen Stempel draufdrücken, kann aber vielleicht auch vor allem bewährte schon zurückgreifen. Also das ist so ein Zweierlei zwischen Top-Down und Bottom-Up. Dazu noch eine Ergänzung, vielleicht aus einem anderen Bereich. Ich komme ursprünglich aus dem Recruiting in großen Organisationen. Da gab es in den Führungsebenen eine Art Champ. Quasi in der Führungsebene gab es jemanden, der als Führungskraft, Sponsor, Champ, wie auch immer du das nennen magst, quasi dafür verantwortlich war, dass das Ganze auch aus der Führungsebene heraus mit visibel gemacht wird, wie er sagt, Kommunikation ist was, unterstützt wird, gebackt wird. Ich weiß ja nicht, hat das bei euch schon mal gegeben? Also ich habe da nur positive Erfahrungen mitgemacht. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind. Ja, Herausforderung, es sind noch 2 Geschäftsführerstellen frei bei der Autobahn. Also wer sich berufen fühlt,
und die Rolle mitnehmen will, meinen Segen haben sie, habt ihr alle, also kein Problem, gerne bewerben. Ja, ist natürlich ein Thema. Also unser Arbeitsdirektor, der die Personalbereiche mitverantwortet, der steht hinter uns, der gibt uns da auch relativ viel Freiraum, viel Vertrauen. Das heißt, wir können da auch viel ausprobieren. Aber letztendlich muss man halt sagen, müssen wir uns im Moment auch noch sehr um uns selber kümmern. Also wir haben quasi No Limits, ja, macht was, ich vertraue euch. Aber eine echte Kontrolle gibt es halt auch nicht. Das heißt, wir reflektieren auch viel außerhalb der Autobahn, gucken uns, was macht die Bahn, was macht die Telekom, was machen andere Unternehmen in Berlin, die halt bei uns ums Eck wohnen, sage ich mal, und schauen halt auch da, was so in ähnlich großen Unternehmen passiert. Das geht solange uns nicht die Klippe runterschubst, bin ich auch schon zufrieden. Ja? Wenn er hinter uns steht, ist alles gut. Vielleicht noch eine Frage nochmal mit einem anderen Blickwinkel. Was wir merken, wo wir so ein bisschen in der Herausforderung auch stehen, dass wir im Personalbereich, also im Wirtschaftsbereich als Personalentwicklung und Organisation eingegliedert sind und natürlich aber trotzdem die drei Dimensionen im Wissensmanagement betrachten wollen und dann natürlich immer noch so ein bisschen vor der Herausforderung auch so ein Kompetenzgerangel oder wer macht denn was, beziehungsweise auch auf andere Partnerdisziplinen noch warten müssen und davon abhängig sind und nicht sagen können, so wir gehen jetzt den Weg, wir führen die Anwendung ein und schaffen den Prozess dafür und qualifizieren die Leute entsprechend und vernetzen sie und dann starten wir mal, sondern dass das wirklich so ein Riesenkonglomerat ist. Und vielleicht habt ihr da irgendwie noch Erfahrungen gemacht, wie man da irgendwie miteinander kommunizieren kann, wie man das Thema vorantreiben kann oder den Nutzen da nochmal zu adressieren. Das ist da Erfahrungswerte. Ich weiß auch nicht. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, auch gerne, auch wenn ihr online noch ein Thema habt, gerne die Hand heben oder einfach lossprechen. Also mit dem Retro fand ich sehr spannend, weil es auch so auf die Erfahrungsebene geht. Das haben wir gelernt. Was passiert denn dann damit? Also ist das dann nur für das Team? Die wissen dann für sich, was haben wir gut gemacht, was nicht. Und die anderen Teams machen das auch für sich und keiner spricht dann wieder miteinander. Und keiner kann, also die Teams können nicht übergreifend voneinander lernen. Oder doch, das wäre jetzt so. Die Team-Retros sind öffentlich. Also es können sich auch andere Teilnehmer aus anderen Teams mit dazu einladen, selber einladen oder werden direkt eingeladen. Also so Kooperationspartner bei übergreifenden Projekten zum Beispiel. Und damit verbreitet sich das dann. Es geht ja auch manchmal um so eine Keimzellenidee. Man muss ja irgendwo anfangen, dass es Sinn macht und das auch erlebbar machen. Und dann schaut man mal, was nach einem halben, dreiviertel Jahr oder nach 3 Jahren daraus wird. So. Vorsicht. Ja, ich wollte noch mal hören, ihr hattet vorhin diese Grafik als Übersicht und habt Anwendung Mindmapping, Wikis. In welcher Form sind die miteinander verbunden bei euch? Und vor allen Dingen, wie sieht bei euch die Einführung aus, also das Training der Mitarbeiter? Und in dem Kontext auch, ihr habt gesagt, individuelles Wissensmanagement, wo ist da die Schnittstelle zum übergeordneten Wissensmanagement? Ja, kann ich grob erklären. Also im Moment haben wir als Wissensmanagement, wie gesagt, auf dem leeren Blatt Papier angefangen. Und ja, das Problem war, dass es weder ein geeignetes Mindmapping-Tool gab, dass es andere Tools auch nicht gab. Das heißt, wir müssen erstmal wesentliche Basisinfrastruktur, die in anderen Unternehmen seit 20 Jahren, hoffe ich mal, zum Standard gehört, erstmal einführen, als eigener Auftraggeber auftreten und diese Dienste erstmal bei der Autobahn ausrollen. Also es hat sich auch sonst keine Fachabteilung seltsamerweise gefunden, um solche Tools bereitzustellen. Das heißt, wir sind erstmal im Zugzwang, überhaupt erstmal einen Tisch und einen Stuhl hinzustellen, bevor man sich hinsetzen kann und anfangen zu arbeiten. Das ist so wesentliche Infrastruktur. Und ansonsten ist diese Projektlandkarte, so haben wir es mal dargestellt, natürlich erstmal, sind erstmal Pflänzchen, die auch erstmal alle losgelöst voneinander agieren müssen, auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, weil in der Tat sind wir wirklich diese 4 Personen in der Zentrale, die mit externer Unterstützung zum Teil auch, aber letztendlich erstmal ganz, ganz kleine Schritte gehen müssen. Das ist wirklich noch eine Zukunftsmusik. Da ist auch das Thema, dass wir die Niederlassungen mit einbinden, die natürlich auch früher schon Erfahrungen haben. Das heißt, nicht nur neu erfinden, sondern die eigentliche Herausforderung ist, diese 10 Niederlassungen quasi zu harmonisieren, in Anführungsstrichen. Also die Lösungen, die es dort schon gibt, erfolgreich sich anzugucken und zu schauen,
welche dieser 10 Niederlassungen bringt quasi die Lösung mit, die später jetzt für die Autobahn GmbH insgesamt auch eine große Rolle spielen kann. Das ist auch für die Akzeptanz halt ein Thema, weil sonst heißt es halt immer, naja, die Zentrale in Berlin, die drückt uns jetzt alles neu auf, das ist ja schön, aber wir hatten doch vorher auch schon eine praktikable Lösung. Das ist jetzt auch so die Reibung, die da so ein bisschen entsteht und wo sich dann auch gewisse Geschwindigkeiten abzeichnen, welche Lösung jetzt quasi wie kommt. Das ist so die Hauptproblematik im Moment, wo wir stehen. Ja, eine Ergänzung noch kurz, Andreas, dann kommen wir zu dir online. Die große Herausforderung ist generell die Digitalisierung noch dessen. Also wie ich es vorhin angesprochen habe, da ist wahnsinnig viel auf Papier passiert, was dann irgendwie mal übertragen wurde. Und da gibt es schon Herausforderungen wirklich bei den Straßenwärtern, Straßenwärterinnen, dass die auf einmal jetzt ein Tablet haben und alle ein Diensthandy bekommen haben und Applikationen da drauf haben und das in ihre Arbeitsprozesse zu integrieren. Und jetzt kommen wir dann auch noch mit so einem großen strategischen Thema Wissensmanagement und nee, die leben in ihrer Bubble, jetzt so gesagt, von 30, 40 Mitarbeitern in so einer Autobahnmeisterei und die machen sich keine Gedanken, was 30 Kilometer weiter in der anderen Autobahnmeisterei passiert. Also das muss man auch immer noch berücksichtigen. Ja, wollen wir online? Ja, wir gehen mal online. Andreas, du bist noch gemutet. So, bin ich jetzt zu hören? Ja. Gut, wunderbar. Ich hatte noch die Frage, habt ihr schon Konzepte oder Erfahrungen gesammelt, wie das Team dann damit umgeht? Erstmal die Informationen reinzukriegen, ist ja schon mal ein großer Schritt, die Leute dazu zu motivieren, es überhaupt ihr Wissen so zu teilen und das so aufzubereiten, dass es genutzt werden kann. Wie sieht es damit aus? Wird das Wissen genutzt und wird das Wissen weiter verfeinert, weiter ausgetragen? Wird damit gearbeitet? Du zielst wahrscheinlich mit der Frage jetzt auf diese Wissenssicherung ab oder auf Wissensmanagement allgemein? Das konnte ich jetzt nicht genau erkennen. Mich würde interessieren, ob ihr schon Erfahrungen, Konzepte sagen könnt, wie es funktioniert, dass die Teams nicht nur jetzt Wissen sammeln, sondern auch das Wissen, was gesammelt ist, produktiv nutzen und weiterverwenden. Genau, das ist ja mit der Wissenssicherung eigentlich auch die Idee, die Leute erstmal individuell, so the first contact zu Wissensmanagement überhaupt erstmal herzustellen. Das heißt, mit OneNote niederschwellig einen initialen Wissensbestand zu erzeugen, um dann mit Fabiolas Hilfe Wissensmanagement für Fachabteilungen zu initialisieren, um letztendlich aus dieser Individualität dann rauszukommen, ein Abteilungswissen zu kreieren. Und dann kann ich überhaupt, da ist auch wieder die Führungskraft der Schlüssel, letztendlich damit anfangen, überhaupt erstmal festzustellen, welches Wissen habe ich eigentlich in meiner Fachabteilung, wie muss ich mich drum kümmern, welche Ziele habe ich überhaupt. Carsten Ebens hat eben schon den Begriff Wissensstrategieprozess auch mit reingebracht. Da geht es halt darum, welche Aufgabe hat die Abteilung überhaupt und welches Wissen braucht die Abteilung, um die Jobs zu erfüllen, die Abteilung machen soll. So, und wenn ich da vorher gar nicht weiß, was die Abteilung weiß, brauche ich auch keinen Wissensstrategieprozess zu machen. Deswegen erstmal die ganz kleinen Schritte graswurzelmäßig mit den Leuten erstmal zu üben und erstmal einen Grundwissensbestand überhaupt erstmal zu erzeugen. Ja, ich denke, ich denke, ihr kennt ja auch dieses Modell von Takeuchi, also eben zu sagen, wir haben implizites Wissen und explizites Wissen. Und der erste Schritt ist ja immer irgendwie dorthin zu kriegen, dass das implizite Wissen explizit wird. Und das ist schon schwierig genug, also überhaupt das hinzukriegen. Und erst wenn das einigermaßen funktioniert, können wir darüber reden, was wir mit dem Zeug eigentlich anstellen. Und das sind völlig unterschiedliche Methoden, die wir einsetzen müssen, um vom einen zum anderen Schritt zu kommen. Und das wird in der Strategie häufig vergessen. Also dass man, erstens braucht man ein paar Jahre, bis der ganze Kram läuft. Und das andere, ja, sind eben wie gesagt unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Personen und Ansprachen. So. Schnelle Kommentierung, ja, natürlich korrekt. Wir haben es gerade gehört. Wir haben Mitarbeiter bei der Autobahn, die haben das erste Mal in ihrem dienstlichen Leben ein iPhone, ein iPad, the first contact mit einem Intranet. Hatten die auch vorher noch nicht. Also wir leben hier als Wissensmanager in Sphären, wo ich natürlich dann auch manchmal abtauchen muss und sage, ja, das ist das Intranet und hier kannst du das machen, hier kannst du Urlaub beantragen, hier kannst du das und das und das angucken. Deswegen, die Lücke ist da noch ganz schön groß, die wir da haben. Aber hier war noch eine Frage. Du hast schon länger. Ja, ich habe noch einen Kommentar zu geben oder noch mal etwas zu berichten. Also ich höre jetzt gerade, dass bei euch die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist, was für mich nachvollziehbar ist. Aber
Wir haben bei uns festgestellt, dass die Wissensweitergabe teamübergreifend zu bestimmten Themen wesentlich besser funktioniert, seitdem wir Office 365 haben. Weil nämlich dieses Aufstehen vom Arbeitsplatz und irgendwo hingehen in Raum 25 und da bei heißen Temperaturen mit 30 anderen Leuten zu sitzen und sich auszutauschen, eine Sache ist, die viele sehr, unter anderem auch ich, als umständlich empfinden. Und das Zweite ist, dass die Gespräche in der Regel zwischen 12 und 13 Uhr stattfinden, sodass ich also nebenbei am Rechner noch meine Mittagspause in Anführungsstrichen machen kann. Also ich bin, wenn ich am Rechner sitze, immer noch ein bisschen flexibler, auch mal eine E-Mail zu beantworten und trotzdem zuzuhören und einfach auch mitzudiskutieren und so weiter. Also das hat bei uns, glaube ich, einen großen Schub zum Thema Wissen weitergeben oder Wissen verteilen, teamübergreifend Erfahrungen zu sammeln, gebracht. Ja, Patrick, nochmal, ich habe, glaube ich, drei Geschenke mitgebracht. Das erste, Communities of Practice macht ein Angebot, dass man das machen kann, dass man sich bilden kann. Euer Klientel sind vor allen Dingen praktische Menschen, physische Menschen. Die schreiben nicht gerne, die schreiben auch nicht gerne auf. Das werden sie wahrscheinlich nie tun. Moderieren ist ein Schlüssel, auf jeden Fall. Wenn ihr keine Moderatoren habt, das ist gar nicht schlimm. Moderieren kann jeder. Der eine gut, der andere schlecht. Einfach machen und dabei lernen und besser werden. Einfach nur diese Überwindung schaffen, das zu tun. Und das andere ist, schaut eure Modelle nochmal an. Ihr habt Mensch, Organisation, Technik. Wissenstreppe von Nord hilft auch, die Evolution zu sehen. Aber was besonders wichtig ist, wegen der Explizierung und dem Tazit, an das Siki-Modell reinzuschauen. Das heißt, wo sind die Begegnungsräume der Menschen, die für euch arbeiten? Wo können die ihr Wissen tatsächlich austauschen? Und das wird wahrscheinlich ein physischer Raum sein. Es wird kein virtueller Raum. Macht Grillfeste. Okay, also ich mache dann kurz Werbung. Wir haben noch so ein paar offene Stellen. Also es gibt Sommerfest, Weihnachtsfeier, regelmäßige Stand-Up-Meetings. Natürlich merken wir das auch. Und zu deinem Punkt noch, was wir ganz oft gespiegelt bekommen, naja, so wann soll ich das dann machen? Mache ich das Freitag mal irgendwie eine Stunde? Nee, im besten Fall ist das so immer mal wieder. Und ich schreibe immer mal wieder was in meinen Teams-Kanal oder ich dokumentiere immer mal wieder was im OneNote, dass das regelmäßig eben passiert. Und gerade so bei deinem Impuls gedacht, so dass das Praktiker sind, vielleicht müssen wir denen auch ein paar Lego-Kits hinlegen und die machen einfach Fotos davon, wie sie ihre Brücke gebaut haben und verlinken dann irgendwie noch ein paar Dokumente dabei. Aber ja, na klar, das sind nicht die großen Schreiberleins und das sind nicht die großen irgendwie Menschen, die was im Intranet posten, sondern da brauchst du immer noch mal eine ganz andere Strategie, eine ganz andere Abholpraktik, als jetzt, wie es vielleicht bei Verwaltungsmitarbeitern ist. Ich werde ja. Okay. Ich habe noch mal eine Frage zum Expert-Debriefing an sich. Mit welchen Argumenten tretet ihr denn quasi an die Führungskräfte, aber auch an die Mitarbeiter heran? Also was zieht da besonders gut? Da kann ich dir jetzt auch nur unsere Vorstellung schon mal wiedergeben, weil wir haben es ja noch nicht im Einsatz. Also wie haben wir es jetzt gemacht bei den Pilotfällen, wo wir jetzt mit externer Moderation reingehen werden? Das waren wirklich dann die Personalentwickler, die von den Führungskräften schon die Rückinfo hatten, da geht jemand. Und die hatten das schon ganz gut verkauft. Also natürlich Wissensbewahrung. Ich habe die neuen Mitarbeitenden schon ganz gut eingearbeitet. Das war so der Fokus der Führungskräfte. Also wenn ich im besten Fall auch schon eine Nachfolge habe, dass ich da gut wieder starten kann, dass der Prozess am Laufen bleibt, dass die Mitarbeitenden betreut sind. Das waren so die großen Punkte. Und bei den Mitarbeitenden kommt es so ein bisschen drauf an, warum gehen die denn? Also gehen die, weil die jetzt schon 5 Jahre gearbeitet haben, sich zerstritten haben, keinen Bock mehr auf die Tätigkeit haben, dann wird es ein bisschen schwieriger wahrscheinlich, das Wissen dann auch zu teilen und das an der Nachfolge weiterzugeben. Oder sind das Menschen, das haben wir wirklich häufig, die dann 20, 30 Jahre da gearbeitet haben, also wo das ihr Schatz ist, also ihr ganzer Arbeitsschatz, ihr ganzes Wissen, ihre ganzen Innovationen, die sie in das Arbeitsgebiet gebracht haben. Und die sind natürlich daran interessiert, dass es weiterläuft. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die auch weiterhin
immer noch, ich nehme wieder das Beispiel Autobahnmeisterei, immer noch zu den Sommerfesten kommen, auch wenn die schon 5, 6 Jahre da nicht mehr gearbeitet haben, weil das ist so deren Familie und denen ist natürlich daran gelegen, das beizubehalten und dann mache ich das fürs Team, nicht nur für mich selber, um zu gucken, was habe ich dann geleistet, sondern ich mache es auch für die Kolleginnen und Kollegen an der Stelle. Dadurch, dass Nathalie und ich zusammen bei Simon Expert Debriefing-Ausbildung gemacht haben, sind mir noch 2, 3 Dinge von Simon in Erinnerung geblieben, die wir auch nutzen. Einfach die Frage zu stellen, was passiert denn, wenn wir es nicht tun? Die Frage fand ich ganz gut und wir machen Nachfolge zwischen im kleinen Mittelstand, das heißt, wir suchen Nachfolger für Unternehmen. Und da ist es immer so eine ganz Art der Bewertung. Wie viel ist es wert, was im Kopf des Unternehmers steckt? Was passiert, wenn das Wissen nicht da ist? Das Unternehmen verliert an Wert. Und das Thema Wert auf einer anderen Ebene, dieses Wertschätzende, was du gesagt hast, wie kann ich auch einen Mitarbeiter motivieren, das preiszugeben, was er gemacht hat? Das ist eine Wertschätzung. Hey, ich darf über all das reden. Und da kommt es drauf an, die Art wie. Ich muss jetzt keinen Fragebogen ausfüllen und ich muss das jetzt keine Doktorarbeit drüber schreiben. Vielleicht mal einen Podcast oder ein Video. Ich darf einfach mal sagen, worum geht es? Ich weiß, da kommt das Thema Datensicherheit und Datenschutz wieder in die Richtung. Aber das Thema Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern, um die auch dazu zu gewinnen, bevor sie gehen, es zu machen. Hey, ich habe in 30 Jahren was geleistet und das möchte ich weitergeben. Also das sind so 3 Argumente, die ich als wichtig sehe. Mit Blick auf die Uhr noch ein Punkt. Wir hatten das vorhin nochmal. Was mache ich, wenn ich noch keine Nachfolge habe? Ich kann das natürlich auch, das hatte auch Simon uns als Beispiel gegeben, ich kann das natürlich auch komplett aufbauen, ohne dass ich eine Nachfolge habe. Also über Screencasting, über Video, über Podcast und habe dann so ein Paket, was ich dann übergeben kann, vielleicht noch mit einzelnen Teammitgliedern, die da mit umherlaufen. Also irgendwie machbar. Genau, also Stichwort Flaschenpost ist hier ein gutes Beispiel, glaube ich. Man kann wirklich eine kleine Mitgift schnüren, ein kleines Paket schnüren und meistens sind die Leute dann hinterher auch noch da. Also wenn man mit den Leuten gut kann, kann man auch mal eine Telefonnummer hinterlassen und so ein Gespräch im Biergarten noch so ein bisschen rauskitzeln und sagen, vielleicht treffen wir uns doch nochmal, machen so einen virtuellen Handshake. Und dann ist das für eine Übergabe meistens auch schon eine gute Lösung. Zusammen mit dem Datenschutz. Datenschutz, okay. Arbeitsrecht, Mitbestimmung, ihr kennt das. Okay, danke. Vielen Dank euch.